Dieses Label ist neuartig. Es berücksichtigt Wirtschaft, Umwelt und die Gesellschaft. Kann die Baubranche mit diesen Herausforderungen umgehen? Im Grunde genommen muss ja die Baubranche schon jetzt mit allen drei Dimensionen ein Projekt entwickeln. Was neu ist, ist, dass sie es von Anfang an stärker berücksichtigen müssen und ihre Prozesse anpassen müssen. Bisher haben sie hauptsächlich auf die Energiethemen geschaut am Anfang. Jetzt müssen sie eben auch gesellschaftliche Themen von Anfang an in die Projektentwicklung einbinden. Das erfordert, dass sie eben eine gewisse Offenheit haben, diese Diskussionen und Entscheidungen früher zu führen und zu machen. Wo ist der Mehrwert dieses Labels jetzt gerade für die Baubranche? Ich sehe ihn definitiv darin, dass in sehr frühen Prozessen, wenn eben noch die Steuerungsmöglichkeiten da sind, die Weichen noch gestellt werden können, Fragen zur Nutzung, zu Zielgruppen entschieden werden müssen und die baulichen Strukturen auch entsprechend ausgebildet werden können. Weil häufig werden diese Fragen zu spät gestellt und dann kann man nichts mehr ändern.